Schloss Bran befindet sich in Bran in der Region Siebenbürgen in Rumänien. Die Burg wird Touristen als Dracula-Schloss präsentiert, obwohl es dessen Beschreibung aus Bram Stokers Roman Dracula nur ganz entfernt ähnelt. Das historische Vorbild der Romanfigur, der walachische Fürst Vlad III, Dracula, hat das Schloss wahrscheinlich auch nie betreten. Das Schloss Bran befindet sich auf dem sogenannten Felsen Dietrichstein, östlich des Piatra-Creului-Gebirge, an einer Passstraße zwischen Siebenbürgen und der Großen Walachei, dem Drom National 73 etwa 30 Kilometer südwestlich von der Kreishauptstadt Brasov oder Kronstadt entfernt. Im Jahr 1211 schenkte König Andreas II. Von Ungarn das Burzenland dem Deutschen Orden, einschließlich das Recht, dort Burgen zu bauen, erst aus Holz, später dann auch aus Stein. Der Orden errichtete daraufhin Burgen an 5 strategisch wichtigen Plätzen, von denen aber nur die Marienburg, in Rumänisch Cetatea Feltioara, zweifelsfrei identifiziert werden kann. Es gibt die Meinung, die auf mehrere spätere Urkunden beruht, dass an der Stelle der späteren Törzburg zur Zeit der Deutschritter die Burg von Dietrichstein stand, wohl nach einem urkundlich erwähnten Komtur namens Dietrich benannt. Diese Burg ist von den Mongolen 1242 zerstört worden. Der Ort Törzburg wurde 1357 erstmals urkundlich erwähnt. Am 19. November 1377 gestattete der ungarische König Ludwig der Große den Bewohnern von Kronstadt auf dem Dietrichstein am Berg Königstein eine Grenz- und Zollburg zu errichten, die den Namen des Ortes erhielt. Törzburg blieb bis 1427 unter ungarischer Herrschaft. Die Burg wurde 1436 erstmals von den Türken belagert. Im Jahr 1498 gelangte sie in den Besitz Kronstadts und überstand 1529 erfolgreich eine Belagerung durch walachische Truppen. Im Jahre 1593 zerstörte selbstentzündetes Schießpulver den Pulverturm. 2 Jahre später zog der siebenbürgische Fürst Sigismund Báthory mit einer 40.000 Mann starken Armee durch den Ort Törzburg, um Michael dem Tapferen, dem Woiwoden der Walachei, gegen die Türken zu Hilfe zu kommen. Zu einer erneuten erfolglosen Belagerung der Törzburg kam es im Jahr 1600 durch Nicule Petrescu, dem Sohn Michaels. 1612 wurde die Burg kampflos Fürst Gabriel Báthory übergeben und 1660 von General Mike Smihali erobert. 1789 wurde die Törzburg zum dritten Mal erfolglos durch ein 5000 Mann starkes türkisches Heer belagert. Im 19. Jahrhundert nahm ihre Bedeutung ab. 1916 fielen rumänische Truppen in Siebenbürgen ein und eroberten die Törzburg. Nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien schenkte Kronstadt das Schloss am 1. Dezember 1920 Königin Maria, der Gattin König Ferdinands I., deren Tochter, Prinzessin Iliana, es schließlich erbte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rumänien kommunistisch, und der Staat übernahm Schloss Bran. Unter Staatspräsident Nicolae Ceaușescu wurde es zur Touristenattraktion ausgebaut, die bis heute jährlich rund 560.000 Besucher anzieht. Am 26. Mai 2006 erfolgte die Rückgabe des Schlosses an Dominik von Habsburg, seine Schwestern Maria Magdalene und Elisabeth und die Erben von Prinzessin Iliana und ihrem Ehemann Anton Habsburg-Lothringen. Dominik Habsburg bot die Törzburg für 80 Millionen US-Dollar dem rumänischen Staat an. Da dieser das Angebot ausschlug, eröffneten die neuen Eigner die Törzburg am 1. Juni 2009 als Museum. Dort sind Objekte und Möbel aus dem Besitz der Familie Habsburg ausgestellt, darunter eine Krone, ein Zepter und ein Silberdolch von König Ferdinand. Im Schlossturm wird ein Luxusapartment für Übernachtungen vermietet. Die ursprünglichen Exponate des Schlosses aus seiner Zeit im Staatsbesitz verbrachte das Kulturministerium in ein neues Museum im benachbarten Zollhaus an der ehemaligen Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien. Mehrfach, so auch Mitte 2014, berichteten Medien, dass das Schloss zum Verkauf stehe. Laut einer Vertreterin des Schlosses seien diese Berichte jedoch falsch und das Schloss stünde nicht zum Verkauf. Das Schloss, das Teehaus Casa de Ceai, sowie das dazugehörige Freilichtmuseum Secție Etnografică Bran und das ehemalige Zollhaus stehen unter Denkmalschutz.